So, moin meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge. PM, AM, ich komme da auch immer dreh ab. Ich habe keine Lust mehr. Also zwischen 12 und 2 PM. Ey. Ich könnte mich gerade selber verschlagen, ohne Scheiß. Jetzt bin ich hier wieder hingegurkt. Da machen wir jetzt die Nebenmission von China, wa? Sag mal was. I can hear your stomach grumbling from all the way over here. Okay, dann suchen wir mal ein bisschen was zu essen. Das ging fix. Ultimate Burger. Aber hier ist keiner. Aber hier war jemand. Qualmt da noch eine Zigarette? Mal gucken, was Tina da für uns hat. So, wie war denn das nochmal mit dem Tornado? Der ist ja voll... Aber wie gut, dass er stehen geblieben ist, ne? Also, schon nice. Okay, Schmerzer hat es recht. Benutzt die Dinger mal, wenn sie voll ausgereift sind. Mega geil. So, moin, Trixie. Mal gucken, was sie hat. My brothers have seen bugs hiding their stuff up on that roof. How about getting me up there so we can snatch it? Aha. Kriegen wir hin. The bugs warming in on your position. I'll leave them to you while I pick the lock to their treasure chest. Hä? Okay, das geht gerade nicht. Ambush, sagt sie. This part is yours. You've earned it. Later days. Ja, leck mich fett. Wodka. Weh, du hast nicht genug Platz, mein Freund. Yeah, we should stockpile a lot of that for later. Well, at least you can get wasted with this. Schade, ich hätte gern die Kiste mitgenommen. Jetzt habe ich natürlich die Idee. Und zwar einmal zur Base. Kurve nicht gekriegt. Hier bauen wir ja zu. Das heißt, wir müssten die nochmal neu bauen. Hoffentlich geht das. Moment mal eben. Hier kann ja eigentlich auch noch einer in die Ecke davon. Gucken wir mal eben.
Und dann ziehen wir die mal hoch. Fähigkeiten. So, Schurikenstall könnte ich auch bauen. Der kommt dahin. Dann kommt der hier weg. So. Und dann aufwerten. Das brauchen wir. Und dann brauchen wir jetzt mal Pappe einmal. Wir haben keine Pappe mehr. Also gar keine? Das ist ja krass. Und Aluminiumblech. Was war das denn von mir? So. Komm mal da weg. Danke. Wir brauchen Schrott für... Was haben wir denn hier? Kupferschmelzofen, Aluminiumblech. Lass doch fallen, Mensch. Ah! So, wir haben Holz da. Aluminiumblech einmal. Das dauert jetzt natürlich so seine Zeit, aber warte, wir müssen die mal hochprügeln. Yeah, I can hold on to that for you. Das will ich hoffen. Weil der hat jetzt ja erstmal nur den. Den normalen. Nee. Den explodierenden müsste er auch schon haben. Ich habe ihn ja schon einmal aufgewertet. So. Aluminiumblech. Nummer 2. 6-mal war das, ne? Ups. Ja. Weil der gute Schmerzer sagt, wenn die erstmal aufgepowert sind... brauche ich nichts anderes mehr. Also dann brauche ich nicht mehr mit den Fäusten mich prügeln. Das geht dann so. Fröhlich von der Hand, könnte man sagen. Wie gesagt, und dann als nächstes nochmal Verteidigungsanlagen wäre toll. Klar. Achso, wir können noch einmal ein Aluminiumblech machen. Ja. Da haben wir schon mal die Hälfte. Ich weiß. Da haben wir ganz schön Schnaps hier drin, wa? Dann suchen wir mal ein bisschen was.
jetzt schon wieder zwei? Ja. So, wenn ich mich nicht verzähle, dann haben wir jetzt vier. Sehr schön. Und danach machen wir noch den anderen Stall. Sofern wir das heute noch hinkriegen. Oh, nice! Ich weiß. Da sind wir voll, also nicht ganz. Oder haben wir noch einmal Holz? Können wir so machen. So. Holz voll. Auch nochmal Holz. Keramik. Ist genug da, ne? So ist nicht. So, mach auf jetzt. So, Aluminiumblech hier stellen. Aufwerten. Voilà. Schurikenstall. Aber was kann der Schuriken jetzt? Oha. Die Augen, Alter. Eieiei. Okay, da ist sie stecken geblieben. Da auch. Ist ja geil. Ich brauch mal eben so eine gelbe Tonne. Eine Lasertaube. Okay, das geht noch ganz normal. Die Passanten damit. Oh, da hinten ist ein Bulle. Das ist nicht gut. Pappel müssen wir natürlich mitnehmen. Aber geil. Das war schon mal nice. Wir haben jetzt ein Laserschuriken. Finde ich nicht schlecht. Laserschuriken. Und dann fehlt ja noch das Ding, ne? Schnäbelstall. Stell den jetzt einfach mal direkt daneben. Den hatten wir auch noch gar nicht abgegradet, sehe ich gerade. Aluminiumblech. Und schon geht's wieder los. Und es geht schon wieder los.
So, ich brauche Schrott. Wie viel waren das? 3. 3 geht ja noch, aber es wird ja danach mehr werden. Ich glaube, ich habe schon wieder die Zeit verpasst, wo ich die Hauptmission hätte machen können, oder? Boah, jetzt hätte ich fast im Falschen gepackt. Der hier nicht mit reinkommt. Das ist doch für ein Arsch. Bin ich eigentlich blöd? Ich muss so Aluminiumblech machen. Warum? Wie komme ich jetzt auf Kupfer? Ey, was ist heute schon wieder mit mir los? Ist Montag oder was? Wesen mal ein bisschen Aluminium gemacht. Mal was anderes. So, 1 von 3, ne? Ja, Holz brauche ich auch noch. Das ist nur noch einmal Holz. Das ist 20 mal Holz. You look like you're going to starve to death. Gleich nach Essen, alles gut. Oder habe ich noch was? Nö. Ihr da, die ihr in der Luft sitzt. Ist ja was zu futtern? Schrott haben wir im Moment, bis der Arzt kommt. Brauche ich alles nicht. Das bringt mir nichts. Ist auch was zu futtern? We have a fine selection of cheap beverage. Thank you. Come again. Komm, wir haben ja ein bisschen Geld. Wir können uns eigentlich mal einen Burger leisten, oder? Why settle for regular when you can go up? You've made the ultimate choice. Boah. Ist aber teuer. Das machen wir nicht nochmal. Da.
Machen wir nur das eine Mal, dann sind wir durch. Schnäbelstall. Oh, nice! Oh, nice! So, jetzt brauchen wir Holz. Und dann werten wir den auf. So, jetzt sind wir da, wo wir eh sind. Jetzt brauchen wir Kupferrohre. Ach, guck an. Und nochmal zwei Nägel. Kann ich Kupferrohre schon machen? Einmal. Wie viel brauchen wir noch? Drei. Das ist ja nicht wenig. Da können wir einmal im Baumodus den hier zerstören. Dann kriegen wir vielleicht was wieder. Schrott, Pappe, Holz. Mehr nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge... Gucken uns das mal von Weitem an, ne? Haben wir auch noch nicht gemacht. In der nächsten Folge mal... noch den letzten Taubenstall hochkriegen. Vielleicht auch endlich mal die... Hauptmission weitermachen, wenn ich mich nicht so dämlich anstelle. Ah, das wird wieder was für ein Schmerzer. Da wird ja wieder in den Kommentaren stehen, dass ich eine Flachzange bin. Boah, ist dann so, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal ein Like da. Und wenn ihr neu seid, ein Abo und so. Ihr kennt den ganzen Kram. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Bump Simulator. Bis dann, ey! The world.